Guten Morgen, wir drehen heute mal wieder für euch, weil wir heute mal wieder unterwegs sind. Wo fahren wir hin? Nach Minden fahren wir heute und wir fahren da jetzt hin und werden dort einen Gottesdienst angucken mit Judy Bailey zusammen und ihrem Mann. Und dann fahren wir wieder zurück? Nein, was wir dann machen, das erzählen wir später. Und wir sind noch richtig müde, weil es ist 8 Uhr irgendwas. Und wir mussten um 7:45 aufstehen und wir sind nicht so die Frühaufsteher. Aber ja, ihr werdet uns ja begleiten und sehen, wie sich diese Halbmüdigkeit auf uns auswirken wird. Jetzt rechts abbiegen und dann Ziel erreicht. Hallo. Hallo. Wir sind jetzt dort, da, wie auch immer. Hier. Ja. Wir sind jetzt hier in der Musikschule, da ist gleich der Gottesdienst. Ja. Um 10.30 Uhr. Ich habe eigentlich gedacht um 10 Uhr. Ich dachte, wir sind schon voll zu spät, aber wir sind jetzt doch noch pünktlich, obwohl wir uns einmal verfahren haben. Und wir gehen da jetzt, gehen wir jetzt rein. Wieder draußen. Es war ein richtig cooler Gottesdienst und mir ist hier was aufgefallen. An diesem Baum hängen so Herzenswünsche. Das ist ziemlich cool. Ich wollte euch das mal zeigen. Da, die haben hier sowas dran geklebt und da steht Herzenswunsch drauf und die haben so alle so ihre Wünsche hier in den Baum gehängt. Ist das mal eine coole Idee? Das sieht ziemlich stark aus. Also vielleicht etwas für euch zum Nachmachen. Hallo, wir gehen jetzt essen. Wir sind hier auf so einem riesen Platz. Und hier gibt es in Spanien ein El Toro. Das gibt es in Braunschweig auch, das mögen wir in Braunschweig. Jetzt gucken wir uns mal an, ob wir das hier auch mögen. Wir stehen vor einer verschlossenen Tür. Das ist doof. Der hat anscheinend zu und wir suchen die Öffnungszeit. So, versuchen wir es mal nochmal. Wir sind jetzt ein bisschen weiter gefahren. Tatsächlich wurde uns dieses Restaurant jetzt auch eben in einem Gespräch empfohlen. Der Böhmerwald hier in Minden soll wohl ganz gut sein. Wir sind jetzt da, da brennt drinnen schon mal zumindest Licht. Und wir wollen mal gucken, ob da... Es ist ein Biergarten mit Grillspezialitäten, böhmische Grillspezialitäten. Mal schauen, ob uns das so schmeckt. Es sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Da könnt ihr nochmal gucken. So, bis dann! Ein Salat. Ich habe noch gar nichts. Leer, Luft und so. Hallo! Hallo! Hi! Wir sind jetzt hier gerade an so einem Moor. Du weißt das am besten. Das ist Luise, eine Leserin, die wir jetzt persönlich mal getroffen haben. Wir freuen uns sehr. Ja, das ist das große Torfenmoor in Hille. Ah, okay. Hier waren wir so ein bisschen spazieren und haben euch ein bisschen was dazu gezeigt. Genau, wir haben hier traumhaftes Wetter, ihr könnt mal gucken. Und jetzt fahren wir gleich wieder zurück Richtung Minden. Zum Abendkonzert. Zum Abendkonzert, dann nehmen wir euch dann noch ein bisschen mit. Ja. So, fertig. Fertig, sehen wir uns später. Tschüssi. Hallo. Wir liegen jetzt hier auf so einem riesengroßen Platz, da waren wir vorhin schon. Weil die sind da noch am Proben oder keine Ahnung was. Jedenfalls dürfen wir da noch nicht rein und jetzt müssen wir noch eine halbe Stunde überbrücken und genießen jetzt so ein bisschen die Sonne, die da oben irgendwo ist. Und der Olli, der macht Fotos. Er fotografiert mich ganz oft. Hallo. Hi. Die Sonne ist wunderschön, oder? Es ist wunderschönes Wetter. Also, wir werden jetzt hier noch ein bisschen chillen und die Sonne genießen
und ja, dann in einer halben Stunde wieder zurückgehen zur Musikschule und dann einen schönen Abend haben, hoffentlich. Ja. Hallo. 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 Wir sitzen jetzt endlich ganz da, vorne in der ersten Reihe. Wo wir so sein wollen, auf diesem Konzert hier. Und jetzt sind wir mal gespannt. Beach und Wohnzimmer haben wir uns gerade sagen lassen, ist das Motto quasi. Was? Beach und Wohnzimmer. Beach und Wohnzimmer. Beach und Wohnzimmer. Ah, okay. Und jetzt sind wir mal ganz gespannt, wie das so wird. Wir werden es vielleicht sogar mit einem kleinen Videobeitrag zeigen. Spätestens aber in Fotos und so. Ja. Also seid gespannt. Bis später. Von daher haben wir euch umdekoriert in der Musikschule heute und vielleicht wandern eure Blicke und Gedanken manchmal ja, mit den Geschichten mit und ihr entdeckt vielleicht so ein paar Sachen. Manchmal sehe ich in deutschen Wohnzimmern oder auf deutschen Bühnen Pflanzen, die im Garten meiner Mutter stehen, aber dort 20 Mal so groß sind. Wir dürfen es halten und sehen uns. Judy, hallo. Hallo. Danke, dass ihr hier seid mit uns. Gerade unser 17. Hochzeitstag gefeiert. Aber heute waren wir zu finden in Minden. Zu finden in Minden. Und war schön. Da waren auch diese Herrschaften. Hallo. Wir bauen ab jetzt. In der Musikschule, genau. Wir räumen gerade auf. Die schöne Kulisse ist leider Vergangenheit. Yeah. Aber. War toll. Und wir haben einen Live-Song gemacht. Live-Song ist unser neuestes Projekt. Sehr schön, sehr anders. Patrick spricht und ich singe inzwischen ein bisschen Biografie über Leben und Hohen und Tiefen und wie man da durchkommt mit Gott und schöne Geschichte, Live-Song. So. Live-Song, das Leben schreibt die besten Lieder. Also, genau. Kommt uns besuchen auf Facebook oder irgendwie, da kann man was hören oder gucken. Und bei YouTube übrigens auch. Kleine Dings. Wunderbar. Da. Okay. Hey, alles Gute. Bye. Oh, er klaut den Sägefisch. Hallo. Hallo. Seht ihr uns? Wahrscheinlich nicht. Wir gehen mal hier unter so eine Laterne, aber ihr merkt auf jeden Fall schon mal, es ist mächtig dunkel. So, warte mal, hier ist besser. Wir sehen uns jetzt das letzte Mal, denke ich. Genau. Wir machen uns jetzt auf die Heimreise. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag mit uns. Jo. Euch hat das Konzert gefallen und der Gottesdienst gefallen und alles, was ihr gerade gesehen habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Vlog, oder? Beim nächsten Vlog. Wir hatten auf jeden Fall einen wunderbar schönen Tag mit euch. Also nicht mit euch, sondern mit den Leuten, die das hoffentlich auch gucken. Wir haben euch unten so ein paar Sachen verlinkt, zum Beispiel das Live-Song bzw. den Kanal von Judy und Patrick. Ja, und schaut euch das an. Das sind echt super coole Leutchens. Und wir haben die jetzt schon ein paar Mal getroffen und freuen uns schon aufs nächste Mal. In dem Sinne, schöne Grüße nach Minden. Danke, dass ihr so coole Veranstaltungen immer macht. Ja, unser Akku geht jetzt langsam leer. Wir sagen euch viel Spaß beim Gucken, wann auch immer ihr das guckt. Ob morgens oder abends. Tschüss!